auf dem Dach so. Nee! Natürlich! Ja, das ist doch der kleine Silberibis. Und der ist vom Aussterben bedroht. Und deswegen habe ich nur noch eine Frage an Sie. Wurde hier gestern Abend Bier getrunken? Na klar. Ja. Erzwungenermaßen. Ja. Das beweist ja meine These, dass der kleine Silberibis irgendetwas mit Bier zu tun haben muss. Also? Muss! Und der Professor Magnus wird sich noch wundern, wenn der kleine Silberibis hier zur Eiablage kommen sollte. Der hat doch nicht alle Eier im Nest. Ja, es gibt besser. Was denn nur? Es gibt bloß noch 6 Exemplare auf der ganzen Welt. Und die sind alle hier. Nö, in Malta. Und die haben alle einen Chip an der Pranke. An der Pfote. Ein Sender. Ja, Sender. Da hat so ein Gerät, so ein Empfangsgerät, und da weißt du, wo die sind auf der Welt. Und die sind alle hier in Malta. Genau. Und jetzt kommt's, halte ich fest, halte fest. Pass auf. Die UNESCO will 8 Millionen Euro locker machen. Ja, genau deshalb hat die UNESCO Malzau zum Vogelschutzgebiet Nummer 1 erklärt. Aber was wird denn da mit unserem Hopfenfest? Das fällt natürlich aus. Und meine Eröffnungsrede? Die fällt natürlich auch aus. Das fällt aus? Ja, genau. Und dort hinten, wo die Bagger anrollen, wird ein Bierteich angelegt mit 20.000 Hektoliter Bier. Was? Mit Nichtschwimmerbereich natürlich. Ach so. Ja, ich bin der Meinung, dass sich hier der kleine Silberibis ansiedeln wird und eine Kolonie gründen wird. Und deswegen brauche ich sämtliche Unterlagen aus dem Gemeindeamt. Die Einwohnerzahlen, Haustiere, Nutztiere, Vögel, Katzen, die wollen alle Unterlagen. Der Professor Magnus wird sich wundern. Wird er sich wundern. Backe mein Hopfenfest. Machen wir nächstes Jahr. No? So. Backen? Ja. Ich warne dich. 20.000 Hektoliter Hachi! Ein ganzer Biersee! Wir machen eine Schwimmstufe. Aber auf jeden Fall. Das ist doch unglaublich. Aber Backe, ja. Backe, wann sind die Vögel zum ersten Mal gekommen? Nur gestern Abend hat er doch gesagt. Was haben wir da beide gemacht? Da haben wir ja Halma... Osmose. Du meinst doch nicht Tomat? Kein Dixidit. Hat die Vögel angelockt. $7.000. Und ein Biersee. Das Stück. Wir werden reich. Und wenn die hier brüten, überlege mal. Harry! Das bleibt unter uns. Das darf keiner erfahren. Zuschließ. Wegwerf. Pass auf. Jetzt müssen wir bloß noch testen, ob es wirklich am Alkohol liegt. Jawohl. Wir müssen jetzt was trinken. Ist das von der Gisela das? Ja, das ist ihre Bügelhilfe. Nee. Also das trinke ich nie. Es heißt, sie tut alte Akten destillieren. Das ist egal, $7.000. Nee, ich trink's nicht. Backe, $7.000 das Stück. Die macht aber ihre Fußnägel mit rein. Das ist egal, $7.000 das Stück. Na ja, gut, ist gut. Es nützt ja nicht. Eben. Oh, furchtbar. Hilf! Das war ja! Nachspülen! Kerl, denk dir runter! Mensch! Ob das schmeckt? Ich geh mal ins Fenster, guck, ob die Vögel kommen! Fadi! Fadi, die sagen, dass das Hopfenfest ausfällt, stimmt das? Ja! Ja! Ich kriege jetzt ein Biersee. Du musst mal einen mittrinken. Wir brauchen jeden. Ich trinke keinen mit, draußen geht es die Welt unter. Nee, weißt du mal, ein Biersee kommt. In deinem Alter. Da hab ich doch Mama das Geld auf die Wachstuchtüstecke gelegt. In deinem Alter, da waren wir schon zweimal die Woche im Konsum, der Harry. Ja. Ich trinke nicht mit, das ist doch Quatsch. Warte! Es wird Zeit, dass du mal ein richtiger Mann wirst. Ja. Mensch. Jetzt trinke das. Hopp und Ex. Warte, du musst mal ans Fenster kommen. Was macht ihr denn die ganze Zeit hier? Die Fahne musst du nach oben boosten, da kommen Vögel. Was ist das für eine Fahne? Geht los. So? Ja. Seid ihr soweit? Ja.